Deutschland will als kommender EU-Ratspräsident die EU-China-Beziehungen überarbeiten. Und mehrere EU-Vertreter fordern eine gemeinsame Front gegen China. Fotos aus Peking zeigen eine chinesische Geisterstadt. Wegen erneuter Virusausbrüche wurde die Warnstufe 2 über Chinas Hauptstadt verhängt. Massive Regenfälle mit Schlammlawinen lassen die Flüsse in der Provinz Sichuan über die Ufer steigen. Doch diese fließen in den Jiangzi. Nun macht man sich Sorgen um den 3-Schluchten-Staudamm stromabwärts in Hubei. Alle 6 Monate übernimmt ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union die EU-Präsidentschaft. Deutschland will die Rolle in der 2. Hälfte dieses Jahres übernehmen und hat seine politischen Pläne bereits in einem Entwurf dargelegt. Unter anderem will Deutschland an den Beziehungen der EU zu China arbeiten, für eine Politik des Gebens und Nehmens. Deutsche Firmen hatten sich beschwert, dass sie nicht den gleichen Zugang zu den Märkten in China hätten wie chinesische Unternehmen in Deutschland. Deutschland erwartet von China zudem die Einhaltung internationaler Verträge und verweist dabei auf Hongkong. Derzeit ignoriert China die von den Vereinten Nationen unterzeichnete Erklärung über die Autonomie Hongkongs und will ein sogenanntes Sicherheitsgesetz umsetzen. Mehrere EU-Vertreter forderten, dass die EU mit den USA eine gemeinsame Front bilden sollten, um ihre Werte zu verteidigen und China für seine internationalen Verpflichtungen zur Rechenschaft zu ziehen. Ex-Google-Chef Eric Schmidt arbeitet mittlerweile für das Pentagon. Er warnt, dass Huawei eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellt. In einem BBC-Interview sagte Schmidt, dass es außer Frage stehe, dass Informationen von Huawei-Routern in die Hände der Kommunistischen Partei Chinas gelangen. Er fügte hinzu, dass westliche Länder mit Huawei konkurrieren sollten, um anderen Ländern eine bessere Wahl beim Aufbau einer 5G-Netzwerkinfrastruktur zu bieten. Am 18. Juni gab der Chefepidemiologe des chinesischen CDC bekannt, dass der Virusausbruch in Peking unter Kontrolle sei. Aber stimmt das wirklich? Weil die Infektionszahlen Chinas nicht unabhängig verifiziert werden können, schauen wir uns stattdessen andere Aspekte an. Für die gesamte Stadt Peking und ihre Bevölkerung von über 20 Millionen Menschen wurde offiziell die Warnstufe 2 verhängt. Das war, nachdem Anfang dieser Woche für einige Pekinger Bezirke der gleiche Status erklärt wurde. Alle Fernlinienbusse aus Peking wurden ausgesetzt. Die Tickethalle einer großen Bus- und Bahnstation ist ungewöhnlich menschenleer. Auch in der U-Bahn sind keine Fahrgäste zu sehen. Der Platz des himmlischen Friedens im Zentrum der Stadt, menschenleer. Dasselbe gilt für einen nahegelegenen Park. Nur Polizeiinformationen sind zu sehen. Sogar eine der belebtesten Straßen der Hauptstadt sieht aus wie eine in einer Geisterstadt. Vor dem Gebäude eines Ministeriums wartet eine Person in Schutzkleidung auf Besucher. Und einige Zustellungen aus anderen Gebieten nach Peking wurden an der Einfahrt in die Stadt gehindert. Einwohner, die in der Nähe von Märkten mit bestätigten Virusfällen wohnen, müssen sich testen lassen. Aber nicht sofort. Die längste Wartezeit beträgt 3 Monate. Ein Foto deutet darauf hin, dass Peking Hilfe von außen benötigt. Ein Ärzteteam aus der Provinz Jiangsu wurde fotografiert, bevor es nach Peking aufbrach, um dort zu helfen. Seit Wochen sind weite Teile Chinas von heftigen Regenfällen betroffen. Unter anderem die zentralchinesische Provinz Sichuan. Starke Regenfälle lösten Anfang der Woche Schlammlawinen in den Bergen von Sichuan aus. Die schlammigen Fluten strömten talabwärts und rissen Autos und sogar Häuser mit sich. Ganze Dörfer wurden zerstört. Ein Dorfbewohner filmte die Katastrophe und kommentierte, dass er nur noch 15 Gebäude zählen könne. Ein anderer Dorfbewohner sagte unter dem Pseudonym Yang Hua, dass er von Nachbarn um 3 oder 4 Uhr morgens aufgeweckt worden war, als die Schlammlawinen kamen. Es gelang ihm zu entkommen, bevor sein Dorf zerstört wurde. Trotz der immensen Zerstörungen berichteten die Staatsmedien von lediglich 2 Vermissten. Verletzte gab es offiziell nicht. In einem Video, das von einem Bewohner Sichuans online gestellt wurde, bricht eine noch im Bau befindliche Brücke ein und wird von der Flut weggespült. Der erste Spatenstich für das Projekt erfolgte im vergangenen Juli. Aber jetzt ist die fast $200.000 teure Investition auf dem Weg stromabwärts. Ein Verantwortlicher erzählte den lokalen Medien, dass der Höhepunkt der Flut rasch kam. Der Wasserspiegel stieg innerhalb einer Stunde um 6 Meter. Ein User in den sozialen Medien brachte die Überschwemmungen und die weit verbreitete Korruption in China in Verbindung. Die lokalen Beamten und Bauunternehmen müssten wohl froh sein, den Einsturz zu sehen, weil damit auch die Beweise für ihre Korruption beseitigt würden. Man könne ja beim Bau der nächsten Brücke mit den Bestechungspraktiken wieder neu beginnen.
Die Provinz Sichuan legt stromaufwärts des weltberühmten Drei-Schluchten-Staudamms am Jiangzi. Und aus Sichuan kommen viele Flüsse, die in den Jiangzi fließen. Die Besorgnis um die Sicherheit des größten Staudamms der Welt wächst. Die Angst vor bevorstehenden Naturkatastrophen verbreitet sich online in China, nachdem in mehreren Provinzen seltsame Tierphänomene beobachtet wurden. Viele Chinesen glauben, dass Warnzeichen vor großen Katastrophen auftauchen. In mehreren Teichen und Flüssen in China sah man Fische im Wasser springen, doch offenbar nicht vor Freude und Aufregung. Manche sagten, diese Fische sehen verängstigt aus. Dieses seltsame Vorkommnis wurde kürzlich in 4 chinesischen Provinzen vom Südwesten bis zum äußersten Nordosten beobachtet. In einem See in der nordöstlichen Provinz Jilin wurde beobachtet, wie Fische aus dem Wasser sprangen, mehrere Meter hoch. Eine ähnliche Szene ereignete sich in der östlichen Küstenprovinz Zhejiang. Ebenso in einem See und einem Fluss in der Provinz Yunnan. Einheimische sagen, es sei ein seltsames Auftreten. Das anormale Verhalten der Fische hat Spekulationen entfacht. Einige sehen darin ein mögliches Anzeichen für bevorstehende Erdbeben. Doch Yunnan-Beamte lehnten die Vermutung ab und sagten stattdessen, das Phänomen sei unter anderem durch das Laichen der Fische verursacht worden. Kurz darauf wurde Vietnam Anfang der Woche von einem Erdbeben der Stärke 4,7 erschüttert. Mehrere Gebiete in der Provinz Yunnan spürten das Beben ebenfalls. Derzeit gibt es keine Berichte über Erdbeben in anderen Provinzen. Aber einige Chinesen sagen, dass die springenden Fische vielleicht spüren, dass mehr kommen wird. Indien will den Grenzkonflikt mit China diplomatisch lösen. Doch nachdem Fotos von chinesischen Waffen in den Medien veröffentlicht wurden, steigt die Anti-China-Stimmung. Aufrufe zum Boykott chinesischer Produkte werden laut. Diese Waffe soll von chinesischen Truppen gegen indische Soldaten eingesetzt worden sein. Das Bild wurde auf Twitter weit verbreitet und hat in Indien Empörung hervorgerufen. Ein indischer Beamter gab das Bild an die BBC weiter und sagte, die Chinesen hätten die Waffen eingesetzt. 20 indische Soldaten wurden getötet, China gab keine Opferzahlen bekannt. Am 18. Juni hieß es aus Indien, dass man diplomatische Kanäle mit China benutze, um die Paz-Situation zu deeskalieren. Ein indisches Medium berichtete Anfang der Woche, dass die Behörden der Armee freie Hand gegeben hätten, um nach Bedarf in der Grenzregion zu handeln, ohne in Delhi nachzufragen. Nach dem Zusammenstoß strahlten Chinas Staatsmedien Filmmaterial von Übungen der chinesischen Armee in Tibet aus. 1962 brach in derselben Himalaya-Region ein Krieg zwischen Indien und China aus. Der jüngste Zusammenstoß verstärkte die Anti-China-Stimmung, die in Indien seit der Virus-Pandemie aufkam. In Indien starben über 12.000 Menschen am Virus. Tausende versammelten sich zur Beerdigung der verstorbenen indischen Soldaten und Demonstranten schwenkten die indische Flagge und riefen anti-chinesische Parolen. Auch in der Geschäftswelt spitzen sich die Spannungen zu. Laut Reuters gaben indische Behörden 2 staatlichen Telekommunikationsunternehmen die Anweisung, keine chinesischen Geräte, sondern lokal hergestellte zu verwenden. Dabei wurde auf Geräte von Huawei und ZTE hingewiesen. Unterdessen rief ein indischer Verband für kleine und mittlere Firmen zu einem Boykott chinesischer Waren auf. Wir fordern die Bürger Indiens auf, den Gebrauch chinesischer Waren im ganzen Land zu boykottieren. Die Organisation rechnet durch einen Boykott mit 13 Milliarden Dollar Verlust für China. Inmitten der Spannungen sagte Chinas Smartphone-Marke Oppo die Live-Online-Markteinführung seines Flaggschiff-Telefons in Indien ab. Reuters berichtete, dass 8 von 10 verkauften Smartphones in Indien China-Handys von Oppo und Xiaomi sind. China hat große Investitionen in Indien getätigt. Viele indische Startups sind bei der Kapitalbeschaffung auf chinesische Investoren wie Alibaba und Tencent angewiesen. Anfang dieses Jahres setzten die indischen Behörden ein Verbot durch, mit dem verhindert werden soll, dass chinesisches Kapital strategische Beteiligungen in Indien erwirbt. US-Präsident Trump unterzeichnete den Entwurf zum Uyghur Human Rights Policy Act of 2020, das Sanktionen gegen chinesische Beamte vorsieht, die mit den Zwangsarbeitslagern für Uiguren und andere Minderheiten in Verbindung stehen. Laut dem Gesetz sollen die USA chinesische Funktionäre identifizieren, die für die Inhaftierung und Folter von Uiguren und anderen Minderheiten verantwortlich sind. Zu den Sanktionen gehören das Einfrieren von Vermögen und ein Einreiseverbot in die USA. US-Senator Marco Rubio initiierte das Gesetz. Es wurde im Mai in beiden Kammern des Kongresses parteiübergreifend mit überwältigender Unterstützung verabschiedet und erhielt sogar einstimmige Zustimmung im Senat.
Chinas Regime drohte daraufhin mit Vergeltungsmaßnahmen. Mit dem Gesetz sollen erstmals Sanktionen gegen ein Mitglied des mächtigen Politbüros der Kommunistischen Partei verhängt werden. Dem Sekretär der Kommunistischen Partei von Xinjiang, Chen Quanguo, werden grobe Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Das Gesetz fordert von in Xinjiang tätigen US-Unternehmen sicherzustellen, dass sie keine Teile verwenden, die durch Zwangsarbeit hergestellt wurden. Das US-Repräsentantenhaus veröffentlichte Wertungslisten, die zeigen, dass Twitter, Facebook und YouTube bei der Bekämpfung chinesischer Propaganda versagt haben. Bewertet wurde hinsichtlich Faktenprüfung, Entfernung von Beiträgen mit Desinformationen und anderen Kriterien. Twitter schnitt am schlechtesten ab. Dem Repräsentantenhaus nach nutze China die sozialen Medienplattformen für seine Propaganda. Die China-Taskforce des Repräsentantenhauses wird im Oktober Empfehlungen herausgeben, um die digitalen Propagandabemühungen des Regimes anzugehen. Das Justizministerium erwägt, die Schutzmaßnahmen in den Kommunikationsgesetzen für große Technologieunternehmen aufzuheben. Bisher waren die Plattformen im Allgemeinen nicht dafür verantwortlich, was ihre Nutzer posten. Der fertige Vorschlag zielt darauf ab, die Transparenz des Internets zu erhöhen, Inhalte zu regulieren und hart gegen Kinderausbeutung, Cyberstalking und Hassreden vorzugehen. Präsident Trump ist Berichten zufolge mit ihm zufrieden. Hier bei China im Fokus widmen wir uns der wahrheitsgemäßen und unvoreingenommenen Berichterstattung. Vergessen Sie nicht, uns für die neuesten Updates zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.